Smolder spielen wie ein Master Elo ADC, darum geht es im heutigen Video. Ja, ich wollte mal ein kleines Upgrade zu meinem Smolder Guide machen, denn es hat sich wieder einiges geändert mit Build, Runen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir hier einen High Elo Smolder Spieler rausgesucht. Hier sind die Runen, die ihr euch so natürlich gern wieder nachbauen könnt, wobei einige gehen auch Comet, ich weiß, ja. Eine Sache müsst ihr verstehen. Raito ändert das Spiel jeden Patch. Und gerade so kontroverse Champions wie Smolder werden ständig geändert. Oder die Items rund um den Champ oder die Runen rund um den Champ. Da gibt es immer jeden Patch neue Sachen. Ne? Deswegen, wenn ihr das Video jetzt in 2-3 Monaten seht, müsst ihr halt nochmal gucken. Was ist dann schon wieder die Smolder-Mode? Oder vielleicht mache ich dann wieder ein Upgrade oder so. Naja, so. Jetzt ist ungefähr ein Monat seit Release vergangen und ich erzähle euch mal meine Smolder Experience. Dieser Champion verliert das Early Game fast automatisch. Ja. Das wird euch auch schon aufgefallen sein, das Early Game ist nicht gut für Smolder. Ja. Das Standard Gameplay, was mir aufgefallen ist, ist, ihr verliert das Early Game, sammelt dann Shutdown Kills im Mid- und Late Game und seid dann mit so einem Fingerschnips, zack, von jetzt auf gleich auf einmal komplett overpowered. Ja. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Also ganz komisches Balance irgendwie. Early Game total schwach. Müsst ihr irgendwie überleben. Ja. Und dann sammelt ihr ein paar Shutdowns mit ein bisschen Glück auch, ja, im Mid-Late Game. Und dann seid ihr auf einmal gigabroken. Ja. Und so ist die wichtige Smolder-Strategie, die ich euch hier schon mal vermitteln will. Ihr müsst ein sicheres Early Game spielen, dann aber auch die Gelegenheit finden, diese Catch-Up-Kills zu bekommen. Weil die geben euch dann so viele Ressourcen über die Shutdowns und so, die ihr vielleicht durch euer eigenes Inten verursacht habt. Ja. Dass wenn ihr die sammelt, seid ihr wirklich zack, von jetzt auf gleich auf einmal richtig broken. Obwohl ihr das ganze Game nur reingeschissen habt. Ja. Das ist Smolder. Also schon wieder ein super weirdes Design, muss man ganz klar sagen. Weil ihr werdet fast jedes Early Game automatisch verlieren. Am schlimmsten ist schon vielen Smolder-Spielern aufgefallen, Caitlyn. Ja, oder alles, was so Range ist und euch die ganze Zeit reinpushen kann. All das ist schwierig, passiert ja hier auch schon. Gerade wie ihr sehen könnt. Jetzt kommt sein Jungler vorbei, er nimmt den Kill, ja, kann man machen, weiß ich nicht. Genau. Das Wichtigste ist natürlich das Stack sammeln. Das könnt ihr dann bei dem Q, möchte ich sagen, wenn ihr darüber hovert, sehen. Beziehungsweise es wird auch so oben links da eingeblendet. Er hat jetzt 18, 19, 20 Stacks, 21. Und ihr seht, wenn ihr 225 Stacks habt, wird euer Q richtig broken. Ja. Dieser Burn Damage davon mit dem True Damage über 3 Sekunden, das hat schon so viele Leute im Late Game vernichtet. Und dann mit dem Execute auch. Das Execute wird dann ja sogar angezeigt an der Health Bar der Gegner, ja. Dass ihr das oft mit dem Burn Damage dann austriggert. Und so eben im Late Game Kills farmt. Ja. Das wird euch auch schon aufgefallen sein. So, ansonsten, die Laning Phase lief eigentlich ziemlich gut für ihn, würde ich sagen, bisher. Also, da gibt es jetzt nichts, was mir Negatives aufgefallen ist. Es ist wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich gut, weil ihr müsst ja mit einberechnen, dass er schwach ist im Early Game. Also, wenn ihr im Early Game Kills farmt mit Smolder, seid ihr wahrscheinlich Bronze Elo oder so. Ist ja auch nicht schlimm. Ich will hier kein Elo-Shaming machen. Ja, finde ich generell sowieso dumm, immer dieses Elo-Gelaber. Ich sag nur, wenn ihr gegen gute Leute spielt, werdet ihr keine Kills early kriegen mit dem Champ. Der ist einfach so gebalanced. Ne? Das ist wichtig zu verstehen. So, es war ein lustiger Moment, wo er den Kill da gesnallt hat. Ich möchte sagen, die Kills geben auch mehr Stacks. Ja, also es lohnt sich dann doch, wenn ihr mal durch einen guten Gank oder so Kills bekommt. Es lohnt sich schon, aber es passiert halt eher selten, deswegen sage ich das. Item-Build habt ihr dann ja auch gesehen, können wir dann auch hier so weiterverfolgen. Es könnte sein, dass der Spear of Chosen First geht. Das sieht zumindest von den Komponenten her danach aus.
Müssen wir da mal schauen, Leute. Das war die Ultimate, kennt ihr, mit dem Damage an Gegner und euer Team wird geheilt. Sehr hoher Range ist mir aufgefallen, kann man so wie so eine Rumble-Ulti sehr weit rumschießen, die Ulti von Smaller. Wo dann seine Drachenmutter zur Hilfe kommt. Also das ist schon mal merken, wenn ihr jetzt wirklich besser werden wollt mit Smolder, ja, einfach durchhalten. Das ist der wichtigste Punkt. Weil viele Leute tilten halt, wenn die Landing Phase nicht gut läuft. Und da ist ja der Denkfehler, weil das ist ja bei den Champ quasi mit einprogrammieren. Ja. Kriegt er das Outplay? Oh nein, schade. Was für ein wilder Teamfight schon wieder. Ansonsten, was soll man sagen? Ihr habt nach wie vor diese Bubble, die nach wie vor so ein bisschen wie eine Zoe-Bubble aussieht. Jetzt nicht so viel zu sagen. Das E ist sehr komisch. Weil mit diesem Flap, Flap, Flap könnt ihr so über Wände auch fliegen teilweise. Und das macht es halt für Bruiser schwer, an ihn ranzukommen. Ach, die haben Yone Jungle. Ey, das wollte ich auch mal ausprobieren tatsächlich. Sieht nicht so stark aus. Sieht so, geht so aus. Ich habe so coole Yone-Skins letztens bekommen. Ich habe Ink Shadow Yone und auch diesen School irgendwas Yone. Kann ich mal die Yone Jungle probieren? Weiß ich nicht so richtig. Könnte vielleicht gut sein, maybe. Das war wieder der Flap 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 Move. Alter, die MF ist mad. Emotes geflext, Mastery geflext als Antwort. Dieses Schwanzwackeln im Recall ist ja witzig. Ja, die Mission von Smolder war ja so ein bisschen mehr Spaß in die Botlane zu bringen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut geklappt hat. Ihr müsst halt wirklich dieses Konzept verstehen, Early Game schwach, durchhalten, Shutdown sammeln und zack, auf einmal seid ihr der Boss, Dragon. Ja. Von Nothing to Boss, das ist die Smolder Success Story. Der kam from nothing und wird dann der Boss, der Kluft, der Beschwörer, ja Leute. So ist das. Ansonsten nutzt er hier seine Wave als permanente Farming-Ressource. Das ist auch nochmal so ein Unterschied zu Bronze-Silber, wo viele Leute Kills jagen die ganze Zeit. Das ist ja nicht wirklich das Spiel. Der nutzt hier eher so die Wave als seine Ressourcenquelle. Wie der mit seinen kleinen Füßen da läuft, sieht auch witzig aus. Auf plus 2 sieht das mega lustig aus. Jungle Yone. Wirkt nach wie vor nicht sonderlich stark auf mich. Fühle ich nicht so richtig. Und jetzt sind halt so die Momente, wo er langsam zurückkommt. Achso, der ist Essence Reaver First gegangen. Das ist ein geheimer Build-Tag, den ich so noch gar nicht kenne. Die MF ist ein bisschen sauer, kann es sein? Die MF ist auch ein bisschen getiltet, oder? Gibt mir so ein bisschen das Gefühl, doch, ja. Kann ich mir vorstellen, dass die sauer ist, doch, ja. Wirkt so ein bisschen so. Shutdown. Wir haben auch Cooldown-Schuhe. Also er setzt schon sehr viel auf Cooldown-Reduktion, auch mit dem Essence Reaver. Gute Pike-Ulti. Ah, geil. Der Inferno-Drache sieht so ein bisschen aus wie Smolder selbst. Finde ich. Vielleicht seinen Vater oder so.
Wer hat hier wen geshut down? Oh. Damn. Alter, diese Ultimate, das war so genial. Wahnsinn. Smolder, wie er lebt und lebt. Oh, schöner Flash, schöner Shutdown. Das sage ich, ihr müsst diese Shutdown sammeln. Ihr müsst mit Smolder diese Shutdown sammeln. Oh, ja, die haben dem zu viel Gold gegeben. Die haben dem zu viel Gold gegeben. Der Smolder, die weg, Alter. Der Smolder, die jetzt richtig weg. Der kriegt, glaube ich, auch von Dschungelmonstern ziemlich viele Stacks. Also Smolder nehmen gerne mal so Jungle Camps, ist mir schon aufgefallen. Guter Herald Charge tatsächlich, fand ich sehr gut. So, wir haben jetzt 180 Stacks, Minute 20. Das ist schon ziemlich sportlich. Hat er schon gut gespielt, würde ich jetzt nicht sagen, dass die es immer automatisch schon so schafft. Ne? Das war schon ziemlich solide gespielt von ihm. Der Jungle, der ohne Helm. Impressed mich nicht so sehr, nö. Weiß, ne? Machen die Baron? Nicht, wenn Smolder da ist. Ein Smolder jagt einfach alle weg. Geil. Smolder, der Boulder. Okay, LeBlanc. Tja. Smaller halt. Just smaller things. Oh my lord. Die haben dem zu viel Gold gegeben. Wir haben jetzt Essence Reaver, Spear of Chojin, Cooldown-Schuhe und zu viel Damage, zu viel alles. Zu viel alles hat dieser Smaller. Zu viel von allem. Ach, die haben einen Jace im Team, der ist mir halt nicht sehr aufgefallen. Ach, der ist auf 15. Ja. So, diese blauen Füße kommen von dem Essence Reaver Stack. Ist ja witzig. Sieht irgendwie richtig lustig aus. Auch mal ein paar Federn sammeln. Ah ja, wie viele Stacks haben wir denn? Gleich haben wir die. Jetzt haben wir die 225. Jetzt wird es cool so broken. Wenn ihr dann Smolder spielt, in-game seht ihr dann auch diese Execute-Bar immer über den Lebenspunkten. Bedeutet einfach, vor allem Smolder plus Elder Dragon ist natürlich lustig, weil Elder Dragon hat ja dieselbe Execute-Passive, beziehungsweise mit noch einem höheren Dings. Oh my lord. Also ich fasse Smolder für euch nochmal zusammen. Schwaches Early-Game, einfach durchhalten. Im Late Game, wie ihr sehen könnt, Carry. Wie man hier perfekt sehen kann. Der Udi ist sauer. Neon Jungle, weiß ich nicht, soll ich. Ich glaube, Yone ist generell nicht so stark zu sein. Also habe ich selten im Spiel, dass irgendwie so ein Yone 12-0 geht und die Lane dominiert. Passiert irgendwie nicht mehr so. Oh, der wurde gesmoldert. Und das ist natürlich der Moment, auf den sich jeder Smolder-Spieler freut. Wenn man dann die ganzen Stacks hat, wenn man die ganzen Items hat. Ach, das stackt sogar danach noch weiter. Ist ja wild.
Na jedenfalls dann dieser Smolder Burn Damage, das lieben die Leute, das finden die Leute super. Also die Smolder Spieler, die Gegner finden das nicht so super. Einfach so die Ulti zum Flexen gedroppt. Ja, der neue Item-Build mit Essence Reaver, Spear of Chojin, Navori, Quickblade, Cooldown-Schuhe. Ist ein bisschen stärker als der andere, den ich vorgestellt hatte, tatsächlich. Nice. Ja, Leute, wenn ihr mit Smolder dominieren wollt, ich fasse nochmal zusammen, ihr habt ein mega schwaches Early Game. Ihr müsst einfach durchhalten, dann Shutdowns sammeln und dann kommt ihr so zack, zack einfach zurück. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen. Das ist mir wirklich schon oft aufgefallen mit Smolder. Der verliert im Early Game einfach. Da könnt ihr nicht viel machen. Das Problem ist, dass viele Leute in League eine schwache Mentality haben. Das bedeutet einfach, wenn ihr das Early Game verliert, freut sich dann euer Team? Nee, die heulen rum, denken, spampingen euch, sagen, was soll das, bla bla bla. Weil die nicht verstehen, dass das ein Scalener ADC ist. Da müsst ihr halt einfach sagen, Leute, chill. Beziehungsweise Slash Mute All sowieso, damit ihr euch nicht mehr nerven könnt, über den Chat zumindest. Ja. Dann einfach weiterspielen. Shutdown sammeln, irgendwann seid ihr angefiel. Und mit den 225 Stacks könnt ihr ihn carryen, ganz einfach. Smolder, der Boulder, kann dann carryen wie ein Fels, ja. Tja, Leute. Smolder. Also einfach durchhalten, Shutdown sammeln und dann der absolute Feuerdrache werden und alle wegsmoldern, wie ihr schon sehen könnt. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Smolder-Spielen, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.